Okay, da fragt sich wahrscheinlich, was macht der letzte Blutsfaser der Galaxis überhaupt jetzt mit eurem scheiß Gehirnen? Ja, ich erklär's mal. Meine YouTube-Kacke von Schock TV mal wieder. YouTube-Kacke, wenn ich ums 3 einleiten. 42 X-Faktor, das Fassbare. Verdient. Rein in die Scheiße. Los, geht's. Wahrheit und Fassbares liegen oft dicht beieinander. Aha. Mach dich vom Acker. Spacken. Jeder hält sich für Kritiker. Thaddäus, das weiß ich nicht, ob sich jeder für einen Kritiker hält. Ich werde mich als Kritiker für Star Wars Filme sehen. Aber egal. X-Faktor, der Unbekannte. Was? X-Faktor? Seit wann gibt's denn sowas? Ich will's haben, ich nehm 10. Es wird rasiert. Sehen Sie sich dieses Bild an. Einige sehen auf ihm einen Schwanz. Die anderen wiederum. Ich glaube, das ist eine Frau und kein Schwanz. Ich glaube, der ist blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Dumm wie Hunde, scheiße. Ah, okay, jetzt habe ich gehört. Sie ihre Initialen in nassen Zement gewichst. Sehr verlockend, oder? Was, JF? Heißt das etwa, sind das etwa Kennedys Initialen? What the fuck? Natürlich befürworten wir so etwas und ich werde den Schaden jetzt auch nicht beheben. Du machst den Moment, was? Ah, ja. Ich war seit 18 Jahren und 8 Jahren. Hatte einen verständnisvollen Nahen und einen tollen einen verständnisvollen Nahen. Doch eines Tages traf mich ein großartiger Roman, völlig unerwartet und mit voller Wucht. Salz. Salzwasser? Salzlösung? Was? FBI, Opa. Entschuldigung, mein Name ist Jerry. Ich wollte Sie erschrecken. Nun, Jets. Wollte er nur einen fragwürdigen Spaß haben? So was gibt's doch nicht. Studien ergeben haben, dass Blumen und Pflanzen schneller wachsen, wenn man sie liebevoll behandelt. Liebevoll behandeln. Ich sag jetzt nicht mal das, was ich gerade denke. Das ist, ich denke. So ein. Gleich meine Piranha-Pflanze aus Mario, natürlich. Die kommen ja in 13 Sekunden hier aus dem Boden geschossen. Das ist ja klar, ne? Jetzt bin oh, ich oh. dran. Wie läuft normalerweise eine Gerichtsverhandlung ab? Ich habe keine verfickte Ahnung. Auch der Strafe. Du siehst das sauers wissen. Nicht mal, was eine Fernbedienung ist. Verteidiger der folgenden Geschichte hatte keine verfickte Ahnung. Ja, dieses Opfer war eine absolute Flasche im Bett. Selbst die Muss man für die Zukunft merken. Immer eine Flasche mit ins Bett nehmen. Achtesten Kerl bekommt allein beim Anblick meines Monsterschwanz ist weiche Knie. Monsterschwamm, mein Gute nach Brustmahlzeit. Es war einer dieser Tage, von denen es mehr geben sollte. Der Geruch von gemähtem Saas mischte sich mit dem Duft meiner. Was? Ich frage mich eigentlich, was Saas ist. Ist das jetzt Gras oder ein Gewürz? Oder ein neues Bundesland? Keine Ahnung. Scheiße. Saubere, frische Penisse. Mit 2 Eier. Und dann. Halt mir mal fest. Hat die gerade gesagt. Frische Penisse? Ich würde es mal gern wissen. Schock TV, wenn du das hier siehst, will ich wissen, ob das wirklich frische Penisse heißt oder nicht. Oder dieses wunderschöne Haus. Ups. Oh. War das Drachenlord? Es ist fantastisch. Schau nur, diese Schränke. Schätzchen. Die Einbauten, es ist alles da. Ganz ruhig. Die Fensterverzierungen.
Hatte Lishas Geist wirklich ein Monster-Spahn und so fort? Ups. Keiner hier hat einen Monsterschwanz, wollen wir mal festhalten. Gut, weiter. Kannte sie die Kante und sofort erkannte. Ja, ich gebe dir die Kante, wenn ich dir einen Vollpfosten, also dich selbst gegen die Fresse schlage. Kannte sie fort und sofort erkannte sie. Aha. Kante und sofort erkannte sie. Kante. Und jetzt bin ich dran. Nein. Zum Beispiel ist schon wieder Taddeo. Offenbar eine ziemlich misslungene Schmiererei. Genau wie unsere grausige Sendung. Das reicht. Jetzt halt. Stopp. Oh Gott. So, Mann, wir haben eine Breaking News. Der Showmaster und der ehemalige Showmaster von X-Factor planen einen Mordanschlag gegen Detlef Bote. Mordanschlag gegen Angela Merkel oder Trump? Ich würde Trump bevorzugen, um so bringen. Selbst wenn er kein Präsident mehr ist, würde ich am liebsten immer noch abmurksen. Gehen wir jetzt direkt rein. Hä? Wie, jetzt kommt gleich ein Todesstern und macht die Erde platt. Da sind wir am Arsch. Ach stimmt, ja, ich lebe ja in Hail of Requiem. Also muss mir keine Sorgen machen. Scheiße, Requiem wurde ja auch zerstört. Mist. Hallo. Mein Name ist Flannis und Jakes. Nicht du schon wieder. Ganz schön scheiße. Ich überlasse die Situation ihren überaus fähigen Händen. Vernichtungsfeuer einleiten! Eine weise Entscheidung. Oh oh. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Das war zwar nicht der Todesstern, aber es ist fast selber. Huch. Ein dreidimensionaler Würfel. What the fuck? Oh. Endlich hat Dios das tot. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Ja. Zum Schießen, nicht wahr? Der Typ kann keine Flachwitze. Und ich auch nicht. Lassen Sie uns rausfinden, welche der heutigen Geschichten der Fantasie entsprungen sind. Doch eines Tages traf mich ein großartiger Roman völlig unerwartet und voller Wucht. Beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja. Ja. Nein, leider doch nicht. Was? Es ist nie passiert. Du kleiner Bastard. Ups. Beruht diese Geschichte auf einer wahren... Nein. Sorry, dachte sie gewusst. Leider doch. Es ist passiert. James ist ein Ehrenmann. Es ist passiert. Also Jonathans Studio ist wohl am Arsch. Warne. Du Monster, du guckst eins und eins. Das ist leicht ein Kriegsverbrechen gegen die Blutsväter. Findung. Ist er wirklich gestorben? Ja. Falsch. Was? Sie ist völlig frei erfunden. Du kannst nicht mal am Flippi. Alles klar. Dear Jonathan Frakes. Tschüss, alter Sack. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Saas.